Für das Projekt Ironman ist das sehr spannende Herausforderung. Zum einen, weil wir ja die berufliche Situation, die familiäre Situation und das sportliche Ziel alles unter einen Hut bringen sollte. Und da ist es ganz entscheidend, zu Beginn einmal so einen sportmedizinischen Check-up zu absolvieren, um einerseits einmal den gesundheitlichen Status zu ermitteln und andererseits auch zu schauen, welche Pulsbereiche brauche ich fürs Wintertraining, in welchem Energiebereitstellungsbereich laufe ich, um das Training noch effizient und ganz gut abzuabsolvieren.